Hallo, hier ist schon mal die Karte für den Hauptbahnhof, Besichtigung und Führung. Ja. Nur, dass ihr schon mal wisst, wie es ist. Und ist da die Hauptbahnhof und Führung. Hier steht eine Hauptbahnhof und Schrift. Wenn es sein soll, nicht mehr. Und 15 Uhr, ein Samstag, toll. Typische Malerei hier, wenn auch schlecht zu erkennen. Und da geht's wohl. Tatsächlich die eine Führung, die ich so noch nie kannte. Das ist der Ecke. Die hören die Schienen auf einmal auf. Stattdessen ist da wieder. Eine Kabelverbindung, Plug-in-Modul, überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und Einstellungen des Quellgeräts. Drücken Sie Source auf der Fernbedienung, um das angeschlossene Quellgerät auszuwählen. Oh. Ein bisschen dunkel ist. 19. Feuerlöscher. Aber Überprüfung vorher, ne? Hier war das Regie. Für alle Fälle zwei Engel. Alten verlassenen Sitzgelegenheiten. Mal da vorne.
Die 7 und 9 werden umgeleitet. Oh, okay. 2005, 29. März bis 29. April. Seit 1. Mai 2005 ist eine Metallstelle Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Was sagt hier der Feuerlöscher? Die ist sogar blutig. Ja. Normal ist es ja verboten, so rumzulaufen. Aber naja, muss ich da mal hier. Beide Schiene gehen wir nochmal kurz zurück. Wie gesagt, da steht hier. Vielleicht kennt ja einer das. Die Kracke. Zählen wir nochmal schnell die treibende Stufe. Extra zu wenig geübt für dies hier. Jetzt sehen wir es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10, 11, 12. 3 Stunden.
gehen noch mal ein Stück vor. Bisschen. Hauptbahnhof. Man sieht den Schwellen schon das Alter an. Hier draußen, weil sie der Witterung verkommen. Hier ist normalerweise da das Tor zu. Ich mal kurz das Stück auf. Machen wir uns nichts vor, wir gehen hier lang. Ein paar Eindrücke von der Strecke, die nicht mehr angefahren wird. Oder äußerst selten, sag mal so. Erzberger Straße haben wir hier, die Haltestelle. Hier macht es einfach so eine Kurve rum. Für die, die es noch nicht wussten. Aber da gehen wir jetzt mal schnell lang noch. Machen wir uns nichts vor. Zeige ich mir alles zusammen. Klöpperwerke. So, liebe YouTube-Freunde, jetzt habt ihr mal was gesehen vom Hauptbahnhof in Kassel, was sonst einem mehr oder weniger verborgen bleibt. Für 7 Euro ein bisschen Schminke gesehen, wenn man es so sehen will. Und soll ich mal für euch was besuchen,
und filmen, dann lasst bitte über eine persönliche Nachricht zukommen, mir zukommen. Der Link steht in der Beschreibung, wo ihr die Nachricht hinschicken sollt. Euer YouTuber Spaßmacher. Bis dann. Die Arbeitsagentur ist im Übrigen noch da. Nee. Und tschüss.